Jetzt wurde es richtig spannend. Tauchen bis zum Abwinken. Bis zu 4 Tauchgänge pro Tag waren möglich. Die Undersea Hunter wurde immer wieder zwischen der Chatham-Bucht und der sogenannten Wasserbucht verlegt, je nach angekündigtem Wetter und anvisiertem Tauchplatz. Die Tauchplätze im Norden hießen Hiking Rock, Isla Pejora sowie Isla Manuelita, die nördliche Begrenzung der Chatham-Bucht. Im Osten tauchten wir am Langustenfels, an der Boje als Jonne, dem Sapmarstrock. Die westlichen Tauchplätze hießen Dirty Rock und Punta Maria, eine Putzerstation für Großfische, sowie die Felsformation Large dos Amigos. Unsere Tauchflaschen waren randvoll mit Nitrox 32 gefüllt, dem Luftsauerstoffgemisch für lange Grundzeiten. Nachdem alle Taucher an Bord waren, ging es los. Der ausgewählte Tauchplatz hieß heute Isla Pejora. Was wir hier wohl zu sehen bekommen werden, Großhaie oder doch nur wie so oft die kleineren Riffhaie und Rochen. Fast unter jedem Felsvorsprung und jeder höhlenartigen Vertiefung konnte man entweder Langusten oder Muränen in unterschiedlichen Größen finden. Manchmal auch beides. Am Roten Meer wären dies sicherlich bereits die Highlights des Tauchgangs gewesen, hier wurde es fast schon langweilig. Und immer wieder Schwarmfische. Hier mexikanische Gelbstreifenbarben, die in diesen Gewässern heimisch sind. Der hier massenhaft auftretende Weißspitzenriffhai macht einen sehr intelligenten Eindruck. Diese Tiere folgen mit den Augen jeder Bewegung, ohne sich zu regen. Sie sind aber keinesfalls für den Menschen gefährlich. Wir wären als Beute auch viel zu groß. Uns erinnerten sie in ihrem Verhalten eher an Hunde. Sie ließen uns Taucher sehr nahe heran, bevor sie wieder einen größeren Sicherheitsabstand einnahmen oder ganz wegschwammen. Gut getarnt wartet hier ein farbenprächtiger Anglerfisch, Englisch Frogfish, auf Beute. Manch einem Fisch wird die grelle Farbe und vorgetäuschte Form zum tödlichen Verhängnis. Marmorrochen vor Kokos sind äußerst neugierig. Kaum ist man als Taucher in ihrer Nähe, kommen sie schon angeschwommen.
Einer der landschaftlich schönsten Tauchplätze vor der Kokosinsel liegt an der Felsengruppe von Dos Amigos. Man findet hier einen breiten, etwa 30 Meter hohen, von der Strömung ausgewaschenen Bogen mit der Tiefenwirkung und Farbgebung einer blauen Grotte. Da sich die Strömung hier wie an einem Schiffsbug teilt, findet sich das ruhigere Wasser im Inneren. Der Wetterseite ausgesetzt, kann aber die Pazifikdünung an der Oberfläche, besonders beim Zurückklettern ins Tauchboot, unangenehm werden. Diese Dünung konnten wir auch hier unten noch leicht spüren. Meist stehen hier Fischschulen, wie in unserem Fall ein Schwarm von Goldschnappern. Zudem fanden sich an den Höhlenwänden viele kleinere Gelbrandfalterfische. Das Tauchen hier hat etwas ausgeprägt Surreales, auch wenn außer einem einsamen Riffhai kein Großfisch zu sehen war. Auf der anderen, östlichen Seite der Insel findet sich eine kleine Untiefe mit einem ähnlichen, aber wesentlich kleineren Bogen. Die Strömung war morgens so stark, dass Strömungshaken erforderlich wurden, um sich festzuhalten. Häufig sieht man hier Schwarmfische wie die hier typischen Blaustreifenschnapper und Soldatenfische. Das Spiel der Taucher besteht nun darin, sich von der Strömung schwerelos durch die Öffnung treiben zu lassen. Die Weißspitzenriffhaie hatten wohl eine anstrengende Nacht. Auf alle Fälle ließen sie sich durch uns in ihrer Ruhe nicht stören. Zurück auf unserem Tauchboot hatten wir bei traumhaftem Sonnenschein zum ersten Mal die Gelegenheit, die Küstenlinie dieser wilden, ursprünglichen Insel aus der Nähe zu erkunden. Leider ist es nur bei der Ranger-Station in der Water Bay erlaubt, an Land zu gehen. Bedingt durch die hohe Niederschlagsmenge finden sich überall kleinere und größere Wasserfälle. Fast jede freie Stelle ist mit Urwald, Farnen und Moos bedeckt. Es ist wieder mal Zeit fürs Mittagessen. Vorher aber noch schnell aus dem Neopren, Duschen und Technikcheck, denn gleich folgt der Tauchgang an der Außenseite der Insel Manilita. In jeder Nische finden sich Schwarmfische, wie die Panama-Soldatenfische und die Blaustreifenschnapper. Dazwischen immer wieder Langusten und einzelne hier häufige Sternenzackenbarsche. Manche Fische passen sich in ihrer räumlichen Orientierung den Wänden oder Decken an, andere wiederum nicht.
In einem Art Innenhof, mehr oder weniger geschützt, lagen zahlreiche Weißspitzenriffhaie. Einige Weibchen schienen schwanger zu sein, wie unser Haiexperte Erich Ritter später bestätigte. Die Haiart erreicht eine Größe zwischen einem und zwei Meter. Sie ernähren sich hauptsächlich von deutlich kleineren Knochenfischen. Geschlechtsreif werden sie mit 5 Jahren. Sie werfen nach einer Tragzeit von 5 Monaten 1 bis 5 Jungtiere. Trächtig werden sie nur alle 2 Jahre und können bis zu 25 Jahre alt werden. Ein Wimpelfischpärchen beim gemeinsamen Futter aufnehmen. Ein azurblauer Papageienfisch, direkt vor der Kamera. Und dann, wieder einer der vielen hier typischen Marmorrochen. Er ist übrigens ein naher Verwandter der Haifische. Ein gelber Trompetenfisch und gleich daneben eine der vielen Langusten. Stachelrochen sind hier fast so häufig anzutreffen wie der ubiquitäre Weißspitzenriffhai. Die ersteren sind nur wesentlich anhänglicher oder neugieriger. In einer Spalte eine der ebenso zahlreichen olivgrünen Panamamuränen. Auf dem Weg zur Water Bay findet sich ein schmaler Spalt im Felsen, durch den man quasi abkürzend in die Bucht schwimmen kann, was offensichtlich den meisten Spaß macht. Ein neuer Tag im Jurassic Park. Was wird er uns bringen? Die nächsten Tauchgänge dokumentieren unsere Erlebnisse am Dirty Rock, Wikinger Rock und Punta Maria. Nach und nach sind alle Taucher unserer Gruppe im Wasser. Jetzt können wir gemeinsam die Riffkante entlang tauchen und dabei immer tiefer gehen. Was ist das?
Da biegt doch tatsächlich ein circa 8 Meter großer Walhai ums Eck. Unglaublich. Und das aus nächster Nähe. Hoffentlich nimmt die 3D-Kamera auch alles gut auf. Wow! Und was für eine schöne Punktzeichnung ihr habt. Andreas ist wie wild am Filmen. Bitte lächeln. Ob der Hai ihn wohl verstanden hat? Gewaltig diese Flosse. Und das so nah vor meinem Gesicht. Sie ist bestimmt 2,5 Meter hoch. Dennoch, der Walhai ist ein sanftmütiger Riese, der sich von Plankton ernährt und uns, die wir so aufgeregt sind, fast gar nicht bemerkt. Das ist ja interessant. Die schlafenden Haie von Kokos. In jeder Spalte sitzen einige. Ups. Der war aber sehr, sehr neugierig. Weißspitzenriffhaie sind offensichtlich nicht auf strömendes Wasser angewiesen. Sie können sauerstoffreiches Wasser aktiv durch ihre muskulären Kiemen pressen und sich damit auch in Ruhe mit Sauerstoff versorgen. Eine gelbgefleckte Muräne, auch Gelbrandmuräne genannt. Ein kleiner Sternenzackenbarsch in fotogener Position. Neugierig macht sich zudem ein gepunkteter Kofferfisch weiter vor der Kamera zu schaffen, offensichtlich irritiert durch das Licht. Wir können unser Glück nicht fassen. Ein weiterer Walhai aus nächster Nähe. Auch wenn diese etwas jünger erscheint, ist er nicht weniger schön. Ups, fast hätte er mich touchiert. Unglaublich, wie geschickt so ein Koloss reagieren kann. Walhaie können zwischen 6 und 21 Meter lang werden. Sie ernähren sich von Plankton und leben in Tiefen zwischen 0 und 700 Metern. Meist sehen wir Taucher sie nahe der Oberfläche, in planktonreichen Gewässern. Paarungsreif werden sie im Alter von 10 bis 30 Jahren. Sie gebären lebend ca. 300 Jungtiere mit einer Größe von 45 bis 65 cm, von denen allerdings nur sehr wenige das Alter der Geschlechtsreife erreichen. Die längste, zurückgelegte und dokumentierte Strecke eines markierten Walhais war 13.000 Kilometer innerhalb von 37 Monaten. Eine unglaubliche Leistung. Man schätzt seine Lebenszeit auf 60 bis 100 Jahre. Bei
Beim Auftauchen geht einem vieles durch den Kopf. Wahnsinn! Das muss noch alles verarbeitet werden. Und doch bereiten wir uns schon auf den nächsten Tauchgang vor. Punta Maria. Werde ich endlich Hammerhai sehen? Die anderen hatten da schon mehr Glück. An dieser Stelle im Meer kann man eine große Anzahl verschiedener Haiarten beobachten. Hier immerhin eine stattliche Zahl ausgewachsener Riffhaie. Punta Maria ist eine sogenannte Putzerstation. Hier können sich Großfische durch Riffbarsche, Lippfische und andere von Parasiten und Speiseresten befreien lassen. Da beide Partner von der Aktion profitieren, ist das eine sogenannte Symbiose. Hammerhai suchen regelmäßig solche Stationen auf und können dann in größerer Zahl gesichtet werden. Die Zahl der Fische ist unglaublich. Eine solche Menge an Fischen ist im Roten Meer schon lange nicht mehr zu finden. Leider ist aber wieder kein Hammerhai sichtbar. Oder ist da gerade einer vorbeigeschwommen? Naja, war vielleicht doch nur ein Weißspitzenriffhai. Wo bleiben sie nur? Die vielen Hammerhaie. Warum kriege denn gerade ich keinen vor die Linse? Das waren so Gedanken, die mir beim Auftauchen durch den Kopf gingen. Auf dem Rückweg zur Water Bay bereiteten wir uns auf den Freiwassertauchgang am nächsten Morgen an der Boje Barro als Jorne vor. Diese Putzerstation wurde bereits vor vielen Jahren von Jacques Cousteau beschrieben. Na, endlich. Der lang ersehnte Hammerhai. Und jetzt aus nächster Nähe. Und immer mehr Hammerhaie kreuzten auf. Welch spektakulärer Anblick! Wir hielten uns in der leichten Strömung in 30 Meter Tiefe am Riff fest und konnten nur staunen. Und dann dieser immense Fischreichtum. Unglaublich.
Intensiv hielten wir im freien Wasser Ausschau nach weiteren Hammerhaien oder anderen Großhaien. Außer einem Schwarm Stachelmakrelen konnten wir keine größeren Fische sehen. Dennoch, welch ein Erlebnis. Endlich waren sie drauf. Die langersehnten Aufnahmen. Kurzfristig ein seltsames Gefühl, wenn man sich nach dem Auftauchen allein mitten im weiten Ozean befindet. Aber die professionelle Crew vergaß einen nicht. Für den Notfall hatte jeder einen eigenen Peilsender mit. Die Freude über die erfolgreiche Sichtung musste umgehend den anderen Tauchern mitgeteilt werden. An einem der letzten Tage verzichteten wir auf einen Tauchgang, um am Nachmittag die berühmte Kokosinsel genauer zu erkunden. Von der Rangerstation an der Water Bay geht man an einem Bach entlang, etwa anderthalb Stunden bis zu einem kleinen Wasserfall. Ein Ranger muss zur Begleitung mitgehen. Jetzt noch eine ordentliche Stärkung vor dem Landgang. Unsere Beiboote hatten uns am Ufer abgesetzt. Nach der Registrierung und Bezahlung der Nationalparksgebühr an der Rangerstation ging es zunächst noch über kultivierte Flächen zu dem besagten Bach. Das kleine Flüsschen, dem wir bis zu dem heute angepeilten Wasserfall folgen wollten, konnte man wahlweise über die kleine Furt oder die touristische Hängebrücke überqueren. Heute sind die einzigen Inselbewohner die Parkranger, die auf der Kokosinsel stationiert sind und darauf achten, dass die gelegentlichen Tauchtouristen keine Schäden anrichten. Der Name Kokosinsel ist eigentlich irreführend. Die Insel ist heute mit einem dichten Regenwald bedeckt, doch sind Kokospalmen im Vergleich zu anderen tropischen Pazifikinseln recht selten. Vor dem 17. Jahrhundert soll die Insel noch von vielen Palmen bedeckt gewesen sein, daher der Name. Was die Veränderung bewirkt hat, ist ungeklärt. Die heutige Flora im Inselinnern besteht vorwiegend aus Arten, die mit denen des benachbarten amerikanischen Kontinentes verwandt sind. Der Regenwald setzt sich aus verschiedenen Ficusarten, Blätternholzbäumen, Ameisenbäumen und Balsaholzbäumen zusammen, die von einem dichten Gewirr von Epiphyten und Kletterpflanzen bedeckt sind. Geschafft. Ab ins Wasser. Die Abkühlung im Süßwasser war uns nach dem schweißtreibenden Aufstieg sehr willkommen.
Zurück am Ufer bereiteten wir uns innerlich auf einen aufregenden Nachttauchgang vor, mit hoffentlich vielen jagdlustigen Haien. Nachdem beim Tauchgang vor Manuelita die Kameras versagt hatten, war die Hoffnung groß, dass sie jetzt am Langustenfelsen funktionieren würden. Nachdem es noch früher Abend war, hatten sich noch nicht alle tagaktiven Fische in ihre Schlafnischen zurückgezogen. Die Langusten, die sich tagsüber in Spalten und unter Felsvorsprüngen versteckten, waren jetzt aktiv auf der Suche nach Beute. Aufgeregt kurften, zumeist kleinere Weißspitzenriffhaie, um uns herum. Sie erschienen sehr neugierig, aber nicht wirklich in Jagdstimmung. Dennoch kamen sie der Kamera sehr nahe. Hoppla! Ein allzu Neugieriger wollte es aber sehr genau wissen, was es mit diesem leuchtenden Dings da auf sich hat. Sonst eine gern gesehene Beute, schien der Papageienfisch, obwohl immer gut angeleuchtet, die Haie nicht wirklich zu interessieren. Für uns war Bajo Alcyon, neben Manuelita, der beste Tauchplatz von allen. Deswegen wollten wir die letzten Tauchgänge hier durchführen. Wie an der Putzerstation Punta Maria, lagen auch hier viele größere, zum Teil schwangere Weißspitzenriffhaie auf dem Sandboden, in 31 Meter Tiefe, und ließen sich von uns nicht stören. Sie bewegten sich erst nach einer Berührung und legten sich dann etwas weiter entfernt wieder hin, ohne zu prüfen, was sie denn überhaupt berührt hatte. Wir beziehen erneut unseren Logenplatz am Riff, um die Hammerhaie beim Putzen zu beobachten. Eine hier endemische Variante des mexikanischen Eberlippfisches machte sich unmittelbar vor der Kamera an den Korallen zu schaffen, auf der Suche nach Nahrung. Da sind erneut Hammerhaie. Unglaublich faszinierend. Dieser Tauchplatz ist nicht umsonst einer der beliebtesten für Kokos. Im Vordergrund schwamm eine Schule von Blauflossenstachelmakrelen sowie einigen Lederzackenbarschen, wohl auf der Suche nach anfallender Beute oder vielleicht auch um selber geputzt zu werden.
Die bis zu 4 Meter großen Bogenstirnhammerhaie halten doch einigen Abstand zu Flaschentauchern und ernähren sich von verschiedenen Knochenfischen, Tintenfischen und Kalmaren. Typische Parasiten sind Fischegel sowie ektoparasitäre Krebse. Um sich von diesen zu befreien, suchen sie die Putzerstationen auf. Dabei vollführen sie als Signal eigenartige Bewegungen. Als ob sie es geahnt haben, dass das unser letzter Tauchgang ist, zeigen sich die Hammerhaie beim Auftauchen nochmals im freien Wasser. Das Wetter hat sich deutlich verschlechtert. Nun sammeln wir noch die letzten Taucher ein und verabschieden uns von diesem grandiosen Tauchplatz. Es werden die letzten Erlebnisse ausgetauscht und der Tauchurlaub im Rückblick diskutiert, soweit der klatschende Regen es zuließ. Mit der Taucherbrille hatte Andreas wohl auch an der Oberfläche den besseren Durchblick. Naja, über unser Wetter konnten wir uns ja jetzt nicht mehr beschweren. Wenn es am letzten Tag regnet und grauslich ist, kann uns das wirklich egal sein. Wieder an Bord, öffnete der Himmel die Schleusen noch mehr. Das erinnerte uns daran, dass eigentlich auf Kokos nur zwei Jahreszeiten existieren, die eine vor und die andere nach dem täglichen Regen. Wieder an Bord wurden die Beiboote aufs Oberdeck gehoben und verzurrt. Kurz danach lichtete der Kapitän den Anker für die eineinhalbtägige Rückfahrt. Bereits zu Beginn der Rückfahrt werden die Tauchsachen und Kameragehäuse mit Süßwasser gewässert, abgespült und so gut wie möglich vom Salz befreit. Anschließend im Fahrtwind getrocknet und verstaut. Auch auf der Rückfahrt war uns der Wettergott wieder hold. Wir hatten viel Sonne und eine ruhige See. Unglaublich, was wir alles erlebt hatten. Alle Mühe und der nicht unerhebliche finanzielle Einsatz hatten sich mehr als gelohnt. In unseren Gedanken und Träumen ließen wir das Erlebte Revue passieren. Ein beeindruckendes Tauchabenteuer neigt sich definitiv dem Ende zu.